Herzlich willkommen zu einem weiteren NBA-Sonntag auf Ortspedia. Und heute schauen wir uns vielleicht sogar das Western Conference Final an. Und natürlich gibt es noch viele weitere Spiele. Bis gleich. Ortspedia, the Sports Betting Community. Ja. Denver Nuggets gegen Utah Jazz. Heute das Topspiel um 21.30 Uhr deutscher Zeit. Und warum das ein potenzielles Western Conference Final ist, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Vorher, wie auch die letzten Male, ein Blick auf die Standings. Die Tabelle im Westen, da ist das heißeste Team der NBA derzeit. Die Utah Jazz 11 Siege in Folge, darunter 2 Siege auch gegen die Dallas Mavericks, Clippers und Lakers auf 2 und 3, die beiden Teams aus LA. Und auch Denver, Tabellenvierter mittlerweile. Sie haben ja nicht so den erfolgreichsten Start in die neue Saison gehabt. Dann geht es weiter mit Memphis, genauso wie letztes Jahr, wieder überraschend stark. Die Phoenix Suns, obwohl Devin Booker verletzt viele Fehlspiele schon hat, trotzdem auf der 6. Damian Lillard mit den Portland Trailblazers, die 7. Das ist mal so ein Spiel, wenn ihr das gestern gesehen habt oder noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Da sieht man, warum es auch Sinn macht, bei 10 Sekunden vor Ende und 5 Rückstand trotzdem noch weiter zu spielen. Wahnsinns-Finish, Wahnsinns-Lillard. Golden State auf dem letzten Platz, der für die Playoffs da ist. Es gibt ja dieses Jahr ein anderes Format, 9 und 10, haben ja auch noch die Möglichkeit, sich reinzuspielen. Enttäuschung, definitiv hier hinten Dallas und New Orleans. Dallas jetzt mit 5 Niederlagen in Folge. Und deshalb würde ich sagen, ist es auch sehr ruhig erstmal geworden um Luka Doncic, denn der war ja NBA-MVP-Favorit bei den Buchmachern. Aber wenn sein Team nicht erfolgreich ist, dann wird das gefährlich. Wie sieht es im Osten aus? Da sind die Philadelphia 76ers auf der 1, Brooklyn Nets auf der 2. Beide Teams spielen auch heute jedoch gegen andere Gegner, unter anderem gegen die Indiana Pacers auf der 4. Bucks auf der 3 mit 2 Niederlagen in Folge, nächster Nacht auch gegen die Charlotte Hornets. Hawks auf 6, Cleveland Cavaliers, 1. Überraschungsteam, auf der 7. Und ja, die Hornets nach schwachem Start, jetzt auch mit 2 Siegen in Folge, heißt natürlich nichts, aber insgesamt fast schon 50-50. Ich habe sie vor der Saison in den Playoffs gesehen, weil mir das Team echt gut gefällt. Ich mag Gordon Hayward sehr, sehr gerne, vor allem als Franchise-Spieler. Das war ja in Boston nicht wirklich. Jetzt hat er diese Rolle bei den Hornets. Und auch LaMelo Ball spielt eigentlich sehr, sehr geil. Die Knicks, die sehen wir um 19 Uhr heute. Auch mit einer guten Saison, kannst du nichts dagegen sagen. Hinten weiterhin enttäuschend, Raptors, Heat und ja. Die Gurkenmannschaft aus Washington, die sehen wir heute auch noch. Was machen die Season Stats Leaders? Da hat sich nicht viel getan. Bradley Beal weiter mit 34 Punkten auf Platz 1 im Scoring. Bei den Rebounds weiterhin Andre Drummond mit fast 15 Rebounds pro Spiel. Der Top-Bällepflücker. Er möchte sich eigentlich rauskaufen lassen aus dem Vertrag. James Harden, Mr. Assist, könnte man ihn fast schon nennen, mit 11 auf der 1. Und bei den Blocks, Wahnsinn, Miles Turner mit 4 Blocks pro Spiel. Und das ist gerade in der heutigen NBA, wo so viele Dreier geschmissen werden, keine Selbstverständlichkeit. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich ins erste Spiel um 19 Uhr. Da geht es nämlich zwischen den New York Knicks und den Los Angeles Clippers um ja, die erste Wette vielleicht. Die Quotenverteilung ganz klar bei den Clippers, die sind Favorit und was gibt's da Neues zu sagen? Dennis Smith Jr. ist ja damals in dem spektakulären Trade, unter anderem wo auch Christoph Porzingis und Tim Hardaway Jr. nach Dallas sind, gekommen. Er hat maßlos enttäuscht, eigentlich noch viel mehr als in Dallas und jetzt möchte er offensichtlich in die G-League und da wieder Spielpraxis holen. Die Quoten, wie gesagt, eine 1-3 bei den Clippers, die sind zwar auf Rang 2 in der Liga, aber so richtig gefallen tun sie uns weiterhin nicht richtig. Währenddessen die New York Knicks bisher so eine richtige Success-Story eigentlich sind. 9. Platz im Osten, aber was viel wichtiger ist, die zeigen Einsatz. Tim Thibodeau macht einen guten Job. Er hat nicht das allerbeste Spielermaterial, muss man sagen, aber da sind schon der ein oder andere Jugendspieler. Und vor allem können sie Defense, das ist etwas,
was zu den Stärken von den Mannschaften von Thibodeau gehören. Die Line bei 8 Punkten, gefährlich. Tendenziell eher hier auf das Heimteam der New York Knicks, beziehungsweise vielleicht sogar einfach Hände weg von diesem Spiel, was den direkten Ausgang angeht. Hingegen interessanter finde ich hier schon, unter 212 Punkte zu gehen. Warum? Beide können gut Defensive, beide spielen logischerweise am Nachmittag in den USA oder Mittag sogar, 13 Uhr dürfte es dann also losgehen. Bedeutet ja auf der einen Seite, dass die Spieler aus dem Rhythmus sind und auf der anderen Seite, dass vielleicht auch mit weniger Einsatz gerade am Anfang gespielt wird. Also ich erwarte hier ein Low-Scoring-Game und würde mich eher auf 213 Punkte under einschießen. Ihr wisst, letzte Woche war es sehr, sehr erfolgreich, was die Tipps angeht. Nichtsdestotrotz bitte nicht vergessen, diese Saison ist verrückt. Viele Ausfälle, pandemiebedingt, Corona-bedingt, Health Protocols, wie es so schön in den USA heißt. Von daher tendenziell weiterhin lieber die Hände wegnehmen. Jetzt kommen wir zum Top-Spiel. Denver Nuggets gegen Utah Jazz. Die haben auch letztes Jahr in den Playoffs gegeneinander gespielt. In Spiel 7 war erst das Märchen der Jazz vorbei. Sie haben ja 3-1 bereits geführt. Wer weiß es nicht. Donovan Mitchell hat so ein bisschen versaut. Sie waren eigentlich schon mit einem Bein in der nächsten Runde. Nicht nur wegen der 3-1-Führung, sondern auch weil, ich glaube, bei Spiel 6 müsste es gewesen sein, waren sie 2 Minuten vor Schluss mit 7-8 Punkten vor. Oder waren es 6? Ich weiß es nicht genau. Und Mitchell hat dann einen richtig beschissenen Turnover produziert, indem er nicht innerhalb 8 Sekunden in die gegnerische Hälfte gekommen ist. Auf Ballbesitz Denver, Dreier, Jamal Murray und ja, der weitere Ausgang ist Geschichte. Denver ist jetzt auch wieder gut dabei. Wir sehen hier den ersten gegen den vierten. Persönlich, das im ersten Spiel haben wir letzten Sonntag auch als Tipp gehabt. Das haben ja die Utah Jazz, wie wir es hier prognostiziert haben, mit 109 zu 105 gewonnen. Ich erwarte auch hier wieder ein enges Spiel und dementsprechend sind auch die Quoten eine 1-8 auf Denver, eine 2-0 auf Utah. Jetzt haben wir noch den Punkt, warum würde ich gerne beide im Western Conference Final sehen? Das ist natürlich offensichtlich nicht nur ein persönlicher Wunsch. Ich mag diese beiden LA-Teams nicht so gerne. Ich finde, Denver hat es auch wieder verdient, ins Final zu kommen. Ist eine richtig, richtig schöne Entwicklung, was das Team da hingelegt hat. Aber auch die Utah Jazz hatten wir letztes Jahr bereits in unserer Saisonvorschau als Geheimtipp, sogar für die Meisterschaft. Was ist passiert? Gut, NBA Bubble. Dann hat sich in der Zeit Bojan Bogdanovic an der Schulter operieren lassen. Mike Conley war letztes Jahr nicht so gut integriert, wie man es hätte vermuten können. Dieses Jahr läuft aber alles besser und die haben eine richtig geile Mannschaft. Gobert, Center, brauchen wir nicht viel mehr sagen. Dann haben sie Donovan Mitchell, hier Nummer 45. Mike Conley spielt dieses Jahr richtig gut. Bojan Bogdanovic spielt richtig gut. Jordan Clarkson spielt so, wie ein bester sechster Mann spielen sollte. Joe Ingles sieht so aus wie wir, nur spielt er in der NBA. Allein das ist schon so richtig Sympathiepunkte gibt es dafür. Derek Favors haben sie zurückbekommen. Also sie haben eine richtig, richtig tolle Mannschaft. Und ich glaube, so wie Donovan Mitchell gerade den nächsten Step macht, das hat letztes Jahr so ein bisschen gefehlt. Man sieht es jetzt nicht in den Stats, aber er ist wirklich auf dem Platz gereift, sagt man ja, und kommt immer mehr und mehr zu seiner Prime. Und ich hoffe, dass das bis zum Ende einfach weitergeht und wir die Utah Jazz mindestens im NBA Western Conference Final sehen. Und ja, Nuggets haben es auch verdient. Lange Rede zu meinen Utah Jazz sozusagen. Die Line, ja, die wird dann so bei 1-2 Punkten natürlich sein, wenn die Quoten eh schon so verteilt sind. Die Gesamtpunkteanzahl, beide können scoren, 220 Punkte. Auch hier würde ich tendenziell eher sagen unter 220, nicht nur weil das erste Spiel so ausgegangen ist, sondern wegen dem Injury Report, den wir uns jetzt hier mal von ESPN anschauen. Donovan Mitchell fraglich, Derek Favors fraglich, die anderen beiden sind wurscht. Und bei Jamal Murray ist fraglich bei den Nuggets. Also das ist natürlich schwierig, dann einen Tipp anzugeben. Mitchell hier, Topscorer bei den Jazz, Jokic auch wieder eine Bombensaison,
mit Double-Double im Schnitt, 11,5 Rebounds, 25 Punkte. Gobert natürlich ein Rebound-Monster mit 14 und Jokic auch mit 8 Assists top, allerdings auch 4 Turnover. Conley ein richtig, richtig guter Aufbau bei den Jazz. Was soll man jetzt zu dem Spiel sagen? Unter 220 Punkte finde ich persönlich sexy, unter 221 hier für die 189. Das gefällt mir, ansonsten freue ich mich heute auf ein richtig gutes Spiel. 11 Siege in Folge ist schon eine Nummer. Jetzt geht es aber gegen das Team, gegen das sie die Jazz letztes Jahr in den Playoffs rausgefallen sind. Von daher glaube ich, dass sie weiterhin zeigen wollen. Denver, das passiert uns nicht mehr. Ich gehe tatsächlich auf Sieg Jazz, auch wenn normalerweise in der NBA ganz gern das Team, was zuerst verloren hat, dann mit der besseren Einstellung in das Spiel geht und das dann holt. Ist jetzt eher ein Fan-Tipp und um das Ganze ein bisschen abzusichern, würde ich tatsächlich das sogar mit plus 3,5 machen. Also, das sind die Ideen, die ich dann am Ende auch notieren werde. Weiterhin gilt, keine NBA-Geldwetten so weit vor Spielbeginn in dieser Saison. Dann geht's weiter mit dem nächsten Überraschungsteam, die Indiana Pacers. Die spielen bisher auch eine richtig gute Saison. Die haben wir auch letzten Sonntag sehen dürfen gegen die Toronto Raptors. Da haben sie verloren. Jetzt geht's gegen das beste Team im Osten derzeit, die Philadelphia 76ers, die auch definitiv mit dieser Mannschaft einen Shot um die Meisterschaft haben. Dark Rivers macht einen guten Job bisher. Joel Embiid ist motiviert. Seth Curry passt viel besser in die NBA, als ich es jemals gedacht hätte. Man sieht seine Stärken florieren bei den 76ers. Ben Simmons ist ja mittlerweile auch jetzt fest im Sattel, der Point Guard ohne Schuss, der lange in den Trade-Gerüchten dabei war. Aber James Harden, wissen wir mittlerweile, ist in Brooklyn gelandet. Also, die Pacers spielen daheim. Sie spielen gegen die 76ers, die auf dem Injury Report Joel Embiid haben, Day-to-Day. Ansonsten haben sie natürlich mit Sabonis, ich hoffe, dem geht es soweit wieder gut, und Miles Turner, zwei Spieler, die prädestiniert zur Verteidigung von Joel Embiid sind. Aber die Firepower bei denen ist natürlich nicht nur Embiid, da ist auch ein Tobias Harris dabei. Von daher würde ich tatsächlich sagen, die tatsächliche Favoritenrolle liegt sogar höher als die Quote von 1,8 und deshalb eher Sieg 76ers. Over-Under bei diesen beiden Spielen haben wir auch wieder eine hohe Line, eigentlich mit 224 Punkten ungefähr oder 225, würde ich eher Abstand halten. Die Raptors bisher mit einer unzufriedenstellenden Saison. Sie haben ja in dem Sinne, wie schon letzte Woche auch gesagt, keine Heimspiele. Ich wiederhole das gerne nochmal. Sie spielen in Tampa Bay wegen den Reiserestriktionen, sehen also teils ihre Familien nicht, ihre Kinder nicht. Und ich glaube, dass das dann alles schon eine Belastung ist, wenn du eigentlich gar nicht mehr daheim bist. Die Raptors haben in dieser Saison noch gar nicht gegen die Magic gespielt. Die Magic haben jetzt nur eins der letzten 5 Spiele gewonnen. Sie haben jetzt auch nicht so den überwältigenden Kader und deshalb glaube ich schon, dass Toronto dieses Spiel gewinnen wird. Die Line von 4-5 Punkten ist mir tatsächlich zu hoch. Deshalb würde ich hier vorab auf einen einfachen Toronto-Sieg gehen und dazu dann gar nichts mehr sagen. Ich hoffe, dass auch die jetzt in die Spur finden, weil sie gehören einfach in den Playoffs der Meister von vor 2 Jahren. Weiter geht's dann mit dem schlechtesten Team der Liga, die Washington Wizards. Und da trinke ich mal ganz schnell was. Und ja, Wall ist weg. Westbrook ist da. Westbrook macht keine Freude. Beal macht Freude. Sie sind das Team mit den wenigsten Spielen in der Saison, weil sie auch die größten Pandemieausfälle hatten. Aber es gibt leider nichts Positives zu sagen. Also, Bradley Beal spielt eine überragende Saison, hat ja auch schon gesagt, er möchte gewinnen. Da kann man natürlich sagen, wenn er gewinnen möchte, warum hat er dann vor 2 Jahren diesen Riesenvertrag
in Washington unterschrieben. Also da wollte er wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verdienen. Er ist ja einer, der in den Interviews ganz gerne sagt, dass er Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Tim Duncan bewundert. Drei Superstars, die ja ihre komplette Karriere bei einem Team gespielt haben und das am liebsten auch seine komplette Karriere in Washington machen würde. Ich glaube aber nicht mehr daran. Ich glaube, die Wizards werden ihn irgendwann traden müssen, bevor sie keinen Gegenwert mehr bekommen. Und Beal ist ja wirklich der Superstar, der auf dem Trade-Block vielleicht zu ergattern ist. Es gibt einige Destinationen, wo er sicherlich hinpassen würde. Jetzt geht es gegen die Brooklyn Nets, die natürlich die dreiköpfige Schlange haben mit Durant, die Oberschlange, James Harden, die dicke Schlange, aber die Topscorer-Schlange der letzten Jahre und Kyrie Irving, der auch irgend sowas, ja, komisches ist. Es ist ein wahnsinnig starkes Team. Es sind drei Franchise-Player. Die Frage wird immer sein, können sie Defense, können sie zusammenspielen? Sie haben halt den riesen Vorteil, dass die Nets-Verantwortlichen, Sean Marks, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, vieles richtig gemacht haben auf der Trainerposition. Und plus, sie haben so den ein oder anderen Brandherd natürlich noch weggetradet. Ich meine die Situation konkret mit Jared Allen und die Andre Jordan, der ja auch zu diesem dreiköpfigen Schlangenbiest dazugehört. Alle anscheinend privat verbandelt. Sie haben auf der Trainerposition Steve Nash, Doppel-MVP, genießt wahnsinnig hohes Ansehen. Aber es ist nicht nur Steve Nash, sie haben auch Mike D'Antoni als Assistant Coach dabei. Also die haben verfickt nochmal viel richtig gemacht. Jetzt wird die Frage sein, was passiert in den Playoffs. In der Saison werden sie mehr oder weniger durchmarschieren. Die letzten Spiele haben sie auch 145 Punkte da gemacht zum Beispiel. Ich denke, wir werden hier einfach ein großes Scoring-Game sehen. Es ist immer die Frage, Brooklyn wird das hundertprozentig nicht verlieren aus meiner Sicht. Könnte man dann überlegen, ob man Ost-Kombi macht, Raptors und Nets. Da kriegst du ja fast eine Zweier-Kombi, was bedeuten würde, diese Kombi müsste jedes zweite Spiel nur gewinnen. Und ich glaube, dass die öfter gewinnen würden, beide respektive. Washington gebe ich keinen Stich. Davon abgesehen, dass sie schlecht sind, sind sie nicht eingespielt, haben den einen oder anderen Lichtblick, aber das reicht nicht gegen die Nets. Minus 8, klar, hat sogar Value, wenn man ehrlich ist. Egal, ob da jetzt vielleicht bei den Nets ein Irving oder Durant oder Harden aussetzen würde. Die Line ist auch geil. Ich hätte sogar gesagt, auch wenn es bei 144 Punkte ist, kann man mal machen. Das wird schon irgendwie so 150 zu 130 ausgehen oder so. Warum sollten die Nets auch sich großartig eine Defense anstrengen? Aber machen wir einfach einfacher Sieg, Brooklyn, und gut ist. Danach geht es zum schlechtesten Team im Westen, die Minnesota Timberwolves. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass die Cleveland Cavaliers A so gut sind und B relativ häufig sogar Quotenfavorit sind? Auch die 165 würde ich jetzt einfach ohne zu zucken mitnehmen. Warum? Cleveland spielt gegen die Erwartungen. Die spielen mit dem sogenannten Chip on the Shoulder. Also die müssen eigentlich jetzt jedes Spiel sich reinhängen und die Spiele gegen gleichwertige oder schlechtere Mannschaften gewinnen, damit das Märchen vom potenziellen Playoff-Einzug weitergeht. Sexton mit einem ganz guten Schritt nach oben. Jared Allen passt jetzt auch, glaube ich, ganz gut zu den Cavaliers, auch wenn natürlich Drummond der an für sich stärkere Center ist, aber wer weiß, wie lange noch da ist. Bei den Timberwolves, Towns weg, Edwards hat ganz gute Ansätze, der Nummer 1 Pick von den Minnesota Timberwolves, den sie aber nehmen mussten, weil die anderen beiden wahrscheinlich besseren Spieler, Wiseman und Ball, auf zwei Positionen zu Hause sind, bei denen sie bereits sehr, sehr gute Spiele haben, mit eben Towns, aber auch mit D'Angelo Russell, der, glaube ich, hier nicht so gut einschlägt wie erwartet. Auf der anderen Seite ist er auch angeschlagen, auch in diesem Spiel Day-to-Day. Lange Rede, kurzer Sinn, möchte das Ganze unter 20 Minuten halten, deshalb Sieg Cleveland und wir kommen zur Übersicht. Geht schon weiter. Also wir starten mit New York Knicks gegen die LA Clippers. Eher Tendenz plus 8 bei den Knicks, aber die Wettempfehlung wäre tatsächlich unter 212 Punkten. Auch bei Denver Nuggets gegen Utah Jazz. Hier sehen wir Jazz plus 3,5, wenn Donovan Mitchell denn auch spielt, als Lieblingstipp. Und unter 221 Punkte. Hier jeweils sehe ich Anderspiele und
freue mich eigentlich auf beide Partien heute zu guter deutscher Zeit. Wenn wir dann schon im Bett sind, werden die Philadelphia 76ers gegen die Indiana Pacers gewinnen mit der Quote von 1,8. Ein ganz guter Tipp. Wir sehen eine Kombi zwischen Toronto Raptors Sieg plus ein Sieg auf die Brooklyn Nets und der einfache Sieg auf die Cleveland Cavaliers. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag oder beim Fußball vorher. Danke euch! Oddspedia!